Hey Leute, willkommen zurück zu Need for Speed Unbound. Es geht weiter in den Montag. Und Montag haben wir schon festgestellt bei der letzten Folge am Ende. Da gibt es einiges Geiles zu gewinnen, was geldtechnisch betrifft. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was hier dieses. Da steht dann bereit für die Grand 4 von 4. Wir haben ein Out of A, auf A Plus, auf S und auf S Plus. Aber das S Plus irgendwie ist das nur zur Hälfte gefüllt und ich weiß echt nicht wieso. Egal, wir brauchen auf jeden Fall Geld, weil 200.000 plus, wir wollen den Skyline auch noch tunen, den ich ja gekauft habe, den ich mir eingebildet habe, noch unbedingt zu brauchen. Wir haben allerdings kein Geld, um großen Rennen aktuell teilzunehmen. Hier unten, glaube ich, haben wir ein Drift-Event, 40.000 S plus. S plus ist schlecht. S plus ist wirklich schlecht, weil da haben wir nichts Driftmäßiges. Okay, na dann werden wir das wohl auslassen müssen. An dem Event können wir nicht teilnehmen aktuell. Der Rest ist da auch wieder mal irrelevant. Hier haben wir noch ein Event mit 8.000, mit ja, 5.000 ist auch relativ irrelevant. Hier 16k, um 32 zu kriegen. Hier haben wir noch 4.000. Gut, die haben wir aktuell auch nicht. Das können wir ändern. Hier bräuchten wir auch 4.000 zum Einkaufen. Das ist noch ein Event, das wir auf jeden Fall machen müssen. Hier haben wir noch ein größeres Event. Ja, es gibt auf jeden Fall den Tag einiges zum Tun. Ich würde sagen, wir fangen erstmal vielleicht mit dem 8000er Rennen hier unten an. Das ist nämlich direkt auf S Plus, nämlich. Da fangen wir erstmal mit dem an. Ich gefragt. Hast du noch mal was von Jasmine gehört? Sie hat mich angerufen und vor der Polizei gewarnt. Seltsamer erster Anruf nach 2 Jahren. Sie hat dich angerufen? Was hat sie vor? Ganz ehrlich? Wer weiß das schon bei Jas? Ich dachte, ich kenne sie, Rydell. Hey, komm. Mach dir keine Vorwürfe. Was für ein Leben kann man ohne Vertrauen führen? Ein Leben ohne Sicherheit. Ein Leben ohne Hoffnung. Ist das aus diesem Buch, das du liest? Ja. Dieses Buch hat mein Leben verändert. Okay, Rydell. Wir sehen uns in der Werkstatt. Klar. Bis nachher. Ja, irgendwie wissen wir nicht so ganz, was sie im Schilde führt, ne? Also. Es ist schon so, dass ich sagen würde, sie versucht ein bisschen gerade zu biegen, was sie verkackt hat. Aber irgendwie halt ein bisschen spät halt dann doch irgendwie auch. Müssen wir hier lang? Nee, hier lang, sehr gut. Aber ja, was will man tun? Man. Im Grunde ist es irgendwo nie zu spät, aber halt doch irgendwie. Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal, was rauskommt. Ist auf jeden Fall gut, dass irgendwas zumindest passiert. Weil storytechnisch die Qualifier hatten ja, das war der Qualifier, hat ja quasi gar keine Auswirkung auf irgendwas. So, 8000, geringes Risiko. Acid ist mal wieder der, der am höchsten gewertet ist. Na, also hinter uns. Aber wahrscheinlich wird Shimizu wieder drüber fahren über mich. So, ich habe jetzt beschlossen, übrigens, ich hoffe, dass das ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt HDR mal wieder deaktiviert, weil mit dem Monitor, der kann das ja. Und sieht auch tatsächlich, finde ich, geiler aus mit HDR. Also einfach, weil der Kontrast einfach höher ist. Klar, du hast mehr Dynamikumfang einfach drinnen, logischerweise. Also es ist schon ganz geil. Nur das Problem ist, das Bearbeiten in Premiere, es sieht bei mir zwar gut aus, aber sobald ich das Ding für euch rausrender für YouTube, ist es irgendwie wieder, ja, mächtig im Eimer. Und wenn ich das Ganze versuche, dann in dem Format zu rendern, das dann auf YouTube funktioniert, ja, dauert es nur ewig, die Datei wird riesengroß, YouTube braucht ewig zum Verarbeiten, also von dem her, ich glaube, das lasse ich. Ich habe jetzt zwar immer wieder zwischendrin das Ganze versucht, wieder auf SDR zurückzukonvertieren, und ich habe irgendwie das Gefühl, das funktioniert nicht so geil, wie ich mir das vorstelle, deswegen dachte ich mir, ich stelle das jetzt mal fürs Let's Play aus. Weil das macht es ein bisschen einfacher für mich auch beim Bearbeiten und so. Und dann habt ihr doch vielleicht auch ein besseres Bild, glaube ich halt mal zumindest. Weiß nicht, ob es wem aufgefallen ist von euch, aber man hat auf jeden Fall die Farben, die zwischendurch dann verkehrt waren, wo irgendwie das Nvidia-Tool scheinbar nicht gecheckt hat, dass das Ganze jetzt HDR ist und hat dann irgendwie nicht HDR aufgenommen. Deswegen waren die Farben komplett falsch, die Sättigung und alles. Also ganz weird war das. Da ist ein Kopf. Und ja, so ist das halt. Ui, das war jetzt knapp.
Aber auch das Event sind wir schon gefahren. Ja. Hoppla. Ja, mich selbst habe ich Angst, dass ich umbringe. Ja, das war natürlich eher schlecht, aber gut. Er bringt sie. Yo! ASAP! Zieht mal da vorbei. Mit über 350 Sachen, glaube ich, oder so. Ey, Mann. Wir haben zum Glück nicht mehr den Begrenzer, in dem wir hier reinfahren, weil ich glaube. Ich weiß gar nicht, was jetzt die Höchstgeschwindigkeit ist, aber. Die zu erreichen dauert halt dann trotzdem unterm Strich einiges an Zeit. Also so in den Tunnel reinfahren ist immer ein bisschen fies. Und auch rausfahren. Und ASAP ist da vorne. Er zieht einfach komplett weg. Gar keine Chance. Yo! Digi! Dein Ernst! Ach, fuck you. Ach, come on. Are you kidding me? Er stand da einfach im Weg. Ja, geil. Das hat sich ausgezahlt oder so. Ja, Wette gegen ASAP haben wir auch verloren, so wie es aussieht. Naja. Gerade, also bei normalen Rennen ist es nicht ganz so schlimm. Das Spiel setzt sich ja echt flott zurück, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber gerade bei so einem Highway-Rennen, wo es halt wirklich um Geschwindigkeit geht, ist das halt wirklich asozial. In dem Fall habe ich Glück gehabt, dass entsprechend bis auf Shimizu auch alle anderen gecrashed sind irgendwo. Also auch ASAP. Der scheinbar irgendwo gecrashed ist und somit habe ich ihn dann doch besiegt. Na, damit haben wir zumindest ein bisschen Kohle reingebracht. Und können dann an entsprechend anderen Rennen hoffentlich teilnehmen. Genau. Sorry, dafür können wir dann zum Beispiel hier teilnehmen. Da werden wir erstmal hinfahren, das ist Innenstückchen. Mal hier schauen können, ob was Näheres vielleicht da ist oder so. Aber hier 5000, 3000 irgendwas, das zahlt sich halt alles null aus. Am ehesten wird sich noch die Touristenfalle da auszahlen. Hier das Event auf jeden Fall ist ein Duell. Zeit für ein Duell. Sorry. Das haben wir nicht, machen wir nicht. Das Duell könnten wir auf jeden Fall noch machen. Da bekommen wir auch, aber das ist auch so weit weg. Also von dem her. Holden liebt Lakeshore. Oh je. Er ist hier geboren und aufgewachsen. Der schon wieder. Wie du. Der Sekretär seines Vaters nahm ihn mit zu Cream Dreams, um dort Eis zu essen. Sein Kindermädchen nahm ihn mit zum Angeln am Bach. Er liebt Lakeshore. Und er würde alles tun, um es zu schützen. Ja. Ich bin Holden Parker der Dritte. Und ich bin die sichere Wahl. Unsere Gegner haben tonnenweise Ressourcen und sie sind clever. Doch das bin ich auch. Sie hören nie auf, darüber nachzudenken, wie sie Lakeshore und seinen Bürgern schaden können. Und das tue ich auch nicht. Gesponsert von Who's Your Caddy, dem ersten Golfparadies in Lakeshore. Putten, was das Zeug hält. Schwingt euch Schwede. I-97 links neben der Kläranlage. Weiß nicht, wer schlimmer ist. Parker oder Stevenson. Wie viele Sponsoren hat der Typ? Also wirklich jetzt. Dieser Wahlkampf ist ja einfach nur gesponsert auf beiden Seiten von weiß ich nicht was allem. Also, das ist ja krass. Da haben sie ein bisschen übertrieben. Also, ja. Okay. Der Typ ist mir schwer unsympathisch, weil er irgendwie ein ziemlicher. Ja. Honk ist. Wobei sie, Stevenson, ist jetzt auch nicht besser. Es sind beide furchtbar eigentlich. Also du könntest du beide echt nicht wählen. Sind wir ehrlich. Aber ja. So, dann sind wir beim Treffpunkt angekommen. Einmal rein hier. Was haben wir hier schönes? Hoppla, falsch tastet. Kurvenlegende. Da, ja, wird man halt wieder gegen ASAP. I am
Speedhunter. Der Speedhunter. Chaha! Danke, aber das hast du schon erwähnt. Wieso? Ich verstehe das Handling nicht, wirklich. Also wenn mir das jemand erklären kann, bitte, bitte mach das mal, weil entweder mache ich irgendwas, mache ich falsch oder ich weiß es auch nicht. Aber warum der Wagen immer so ganz plötzlich in eine Richtung das Heck kommt. Ja, ich versuch's ja, aber das Auto will nicht so, wie ich will. Ja, das war auch eine ziemliche Meisterleistung, gegen den Baum zu fahren hier. Ey, was der... Shimizu, ich hasse diesen Typen. Ganz ehrlich. Ich hasse diesen Typen. Den sein LaFerrari ist einfach OP. OP, please nerf. Please nerf. So. Wieder nicht gewonnen. Echt mühsam. So. Was haben wir noch Schönes? Also wir haben hier noch ein Drift-Event auf S. Da könnte man theoretisch auch mitmachen. Ja, Kurvenlegende wird noch gehen. Leider das Drift-Event auf S+. Da haben wir mit dem Wagen nicht viel Chance, weil wenn wir schauen... Ich kann den auf 0% also genau balanced stellen. Allerdings ist das sicher furchtbar zum Fahren. Schön. Das heißt, eigentlich sollten wir das auch noch irgendwie bedenken, dass wir vielleicht auf S+ einen Driftwagen benötigen, zukünftig mal. Aber gut. Fast. Wäre das jetzt schief gegangen? Wenn man halt die Möglichkeit hätte, so wie in Heat, wo die Möglichkeit war, zwischendurch das Auto zu tunen. Was ich ja da ein bisschen schade finde, ist einfach, dass wir ja gar keine Möglichkeit haben, das im Grunde den Wagen, während wir am Tag oder der Nacht spielen, anzupassen. Das heißt, wir müssten das quasi während der Fahrt, also vor dem Ding planen. Also so wie die Kollegen hier, die entsprechend einfach Fahrzeug wechseln können oder das Fahrzeug in mehreren Klassen verwenden können. Das haben wir ja leider die Möglichkeit nicht. Weil es ja keine Möglichkeit gibt, zwischendurch den Wagen zu tunen oder Teile anzupassen. Bei Heat war das jetzt möglich im Hauptmenü quasi. Und dann könnte man ein Auto nehmen und das zwischen zum Beispiel jetzt S und S+ beim Driften umbauen. Wir hätten auch unseren RX-8 auf Drift umbauen können, auf S+ Drift umbauen können. Und dann quasi fürs nächste Mal wieder retouren und dann müssen wir immer dran denken und das ist auch irgendwie, ja. Also unter Umständen benötigst nochmal einen zweiten, einen Driftwagen auf. Das ist schön für dich. Also unter Umständen benötigst du noch einen Driftwagen auf S+. Da müssen wir mal schauen. Schauen wir erstmal, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Ich nehme mal an, dass natürlich die ganzen, gut, die Fahrzeuglieferungen, die wir verpasst haben, werden wir sowieso nicht nochmal fahren dürfen. Weil jetzt, wo Tess auch nicht, wir auch nicht mehr mit Tess arbeiten, quasi. Schade, ich habe immer noch den Bugatti. Der ärgert mich immer noch, dass wir nicht fahren konnten und nicht gefahren sind. Ich hätte aber auch wetten können, dass wir das nochmal irgendwann die Chance bekommen, aber leider
müssen wir vielleicht irgendwann mal selbst kaufen. Beim Grand, wenn wir das hier abschließen, kriegen wir 1 Million. Als Preisgeld. Das heißt entsprechend, aber wahrscheinlich können wir uns da trotzdem nichts drum leisten. Ich bin ja gespannt, was dann so mein Endgame in dem Sinne, ja. Dadurch, dass storytechnisch dann ja durch ist, ist auch die ganze Sache durchgekaut irgendwie. Ich weiß nicht, ob da noch viel passieren wird oder man viel noch tun kann, um an Geld zu bekommen. Ich hoffe, dass so eine kleine Story-Erweiterung vielleicht noch kommt oder so. Dann im Laufe... Hier wird das Drift-Event, was ich gesagt habe. Hier unten. Geringes Risiko. Ja, das Problem ist, das bringt uns halt auch... In Wirklichkeit können wir trotzdem dran teilnehmen, weil selbst wenn wir nur Vierter werden, wären es 8000. Aber das Problem ist halt, ich mag da eigentlich nicht teilnehmen. Ich würde sagen, wir fahren das Event hier, das Duell. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Fahren wir entsprechend zu dem Event. Also ja. Ich bin mal gespannt, was das Spiel dann noch für uns bereithält. Ich habe gar nicht geschaut, was hat man denn eigentlich? Erziele 10 Stellen Speedtraps. Erziele bei Knifflick 25 Bananenfälle. Knifflick haben wir doch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wo das gefahren sind. Das ist aber nicht viel Geld. Und 3 Sterne bei einzigen Weitsprung. Das Problem ist, irgendein Sound hat sich da festgebackt. Das klingt etwas furchtbar. Also sorry dafür, dass ihr das jetzt quasi hören müsst. Ich muss es auch ertragen. Weil, sobald ich ins Menü gehe, ist es weg. Also... Hoppla! Man muss sagen, die Crashes sind durchaus nett anzusehen. Ich weiß aber nicht, was das für ein Sound? Mit dem Auto sollte man eigentlich sowieso vorbeiziehen können. Ah, der Sound ist weg. Glück gehabt. So. Einmal hier rein in die Möhre und da machen wir einmal das Duell. Gegen ASAP fahren wir. Okay, auch spannend. Auch sehr spannend. Knifflig. Ah, da war das mit den 25 Bananenfällen. Ah, doch nicht ASAP. Ey, dieses Spiel. Okay, das ist wirklich verbuggt einfach. Es ist Medusa. Ich habe nicht geschaut, das ist nur das erste Auto, was präsentiert wird. Da gehe ich davon aus, dass das der Gegner ist. Ist es aber nicht. Weil das Spiel ist ein bisschen komisch. Na, schauen wir mal, wann so die ersten, ich sag mal, Patches dann... Oder wann der erste größere Patch erscheint, der, wo es vielleicht auch einen Changelog gibt. Ey, 25 Bananenfälle wird aber auch lustig. Wie soll ich denn das machen? Vor allem auch noch gleichzeitig schauen, wo es hingeht. Schauen, dass der Gegner hinter uns bleibt, also Medusa. Das war kein Bananenfall, sondern ein Unfall. Das war auch ein Unfall. Quasi. Na gut, das Rennen geht noch ein bisschen. Könnte sich vielleicht doch ausgehen. Macht nix. Flip nur. Jo, das war aber jetzt heftig knapp.
Könnte aber doch vielleicht ein bisschen knapp werden. Aber 5 Autos brauchen wir noch, so wie es aussieht. Irgendwie kommen da keine mehr. Hier ist einer noch. Hoppla. Das war auch jetzt kein... Wieso ist der Verkehr einfach despawned? Was? So, geschafft. Und einmal Handbremse ziehen. Und das Ziel. So. Gut, damit 24.000 gewonnen. Hm. Ich hab doch gewettet. Ey, spiel. Ich sag doch. Ich muss auch nochmal schauen, aber ich bilde mir stark ein, dass ich gewettet habe. Hm. Gut, einem einzelnen Weitsprung brauchen wir 3 Sterne. Dann bekommen wir auch was. Das könnten wir auch. Eigentlich könnte ich das noch mitmachen. Oder mitnehmen. Sofern es hier irgendwo einen Weitsprung gibt. Ich weiß nicht, ob ich von denen schon viel entdeckt habe, wenn ich ehrlich bin. Weil die halt doch eher weniger am Weg liegen. Hier ist einer. Dann fahren wir halt zu dem hin. Weil so unfassbar viel gibt es sowieso nicht mehr. Jetzt noch zum Erledigen. Ach Gottchen. Aber ich finde die Crash-Animation wenigstens geil. Die sind so dezent übertrieben. Aber irgendwie dadurch auch ein bisschen cool. Finde ich. Also. Ich weiß, haben nicht all diese Meinungen, aber ich finde es durchaus irgendwie ganz cool, wenn der. Wenn die Cops quasi so komplett kaputt gehen. Ich würde sagen, damit schaffe ich das jetzt wahrscheinlich weniger. Gibt es noch einen anderen Weitsprung, den man machen könnte, ist die Frage. Ja. Schon irgendwie. War jetzt nicht sehr weit. Vielleicht können wir das nochmal versuchen. Mit ein bisschen mehr Anlauf. So in der Theorie. Mit ein bisschen mehr, viel mehr Anlauf. Vielleicht auch. Weiß auch nicht, bringt eigentlich nichts, aber. Erstmal hier ein bisschen Nitro geben. So viel Verkehr. Jo, das war nicht so toll, wie ich das wollte. Damit sollten wir aber auf jeden Fall die 3 Sterne haben. Genau. So, schauen wir mal nochmal weiter. Wir haben hier noch ein Event. Das. Ich wollte gerade sagen, lass du mich auch ins Menü gehen oder nicht? So, ah, es ist ein Drift-Event. Verdammt. Ich meine, auf A haben wir kein Drift-Auto. Wir haben auf A plus 1, oder? Da haben wir gesagt, gibt's nichts Sinnvolles. Hier gibt's nichts Sinnvolles. Hier gibt's noch die Touristenfalle theoretisch. Hier gibt's noch ein Drift-Event mit 12.000. Ja, es zahlt sich halt alles so irgendwie nicht aus, so wirklich. Hier haben wir auch noch ein Langstreckenrennen. Für 8.000. Hier haben wir zumindest 10.000. Ja, dann machen wir das noch. Ey, schon wieder ausgebrochen. Ich verstehe dieses Auto nicht. Irgendwie dieses Handling-Modell. Manchmal driftet der Wagen, obwohl du nicht willst, dass er driftet, sondern du willst, dass er driftet, driftet er einfach nicht. Oder wenn du es erwartest, sagen wir so. Macht es irgendwie schwierig, die Autos richtig gut zu steuern. Deswegen, teilweise ist es einfach
gar nicht so die eigene Schuld, wenn man verkackt, sondern einfach das Handling. Einmal versuchen, von den Cops zu fliehen. So, was war das jetzt? B, oder? Alles täuscht. Also fahren wir mal wieder ein Auto, das wir schon lange nicht gefahren sind. Da, ich frage mich echt, also keine Ahnung, warum auch immer hier Psi mir vorgeschlagen wird, obwohl ich eigentlich, na, also das ist ein bisschen buggy. Also, ja, ich weiß, ich beschwere mich die ganze Zeit. Es tut mir leid. Also B sind wir echt schon lang nicht mehr gefahren. Wirklich, wirklich lang nicht mehr. Einfach hier... Warum mit diesem komplett übertriebenen Bodykit auf seinem Auto? Also, ich weiß nicht, wer dieses Ding designt hat, aber das ist einfach nur wild. Wenn ich das so sagen darf. Also, das ist schon einfach nur krass, dieses Bodykit. Und ihr wisst ja, ich brauche fürs Thumbnail ein paar Fotos. Und welches Auto bietet sich da besser an als hier das von Waru? Man, schaut euch das Ding an. Ich finde es übrigens auch ein bisschen schade, dass man so irgendwie scheinbar die Autos von anderen Fahrern nicht gewinnen kann. Also ich weiß nicht, ob das noch, also so, dass man sagt, okay, man wettet halt einfach mal um Fahrzeugpapiere oder sowas in die Richtung. Weil die Autos zwar, die beim Qualifier kannst du natürlich gewinnen, eh klar. Und so, aber ich würde mir fast erwarten, dass man auch von diesen ganzen Racern so die Autos mal gewinnen kann. Das wäre so... Ich sag mal, gerade bei den Duellen würde sich natürlich erst recht anbieten. Und so Dinge. Oder das wäre zum Beispiel auch so ein bisschen Post-Launch-Content. Dass man sagt, es kommt so Events dazu, wo du in einem, weiß ich nicht, so ähnlich wie im Grand, wo du halt dann, oder in den Qualifier meine ich, wo du drei Events hast, dass du sagst, okay, du fährst drei Events gegen den Racer und wenn du gewinnst quasi, dann kriegst du seine Karre. Oder ihre Karre. Das wäre schon irgendwie cool. Das wäre meiner Meinung nach etwas, das man auf jeden Fall machen könnte. Also schauen wir mal, was Criterion vorhat. Ich hoffe ja, dass sie einiges bringen dürfen und können und dass es auch relativ zeitnah passiert. Weil das Schlimmste wäre eigentlich, wenn man der Content so, weiß ich nicht, 3 Monate auf sich warten lässt. Weil ich glaube, dann ist das Spiel schon ziemlich, ja, aus dem, wie sagt man, aus dem Blickfeld von allen Spielern. Also von dem her, schauen wir mal, wie schnell das Ganze jetzt gehen wird, dass hier die ersten Updates kommen. Und ich hoffe, wie gesagt, einfach, dass da auch ein bisschen Content dazu kommt. Weil Multiplayer ist natürlich nett und Multiplayer braucht auch wirklich viel, aber gerade für Singleplayer-Spieler ist natürlich der Singleplayer wäre auch wichtig, dass da noch was passiert. Schauen wir mal. Ich habe ja Hoffnung. Ich habe ja ein bisschen Hoffnung, dass da ein bisschen was passieren wird, aber... So ein bisschen habe ich auch die Befürchtung, dass, wenn ich mir anschaue, was EA mit Battlefield zum Beispiel macht, mit dem Post-Launch-Content, der ist schon so ein bisschen dürftig leider auch. Also, eine Map pro Season und so, ich weiß halt nicht, keine Ahnung. So, und direkt Heat 5, nice. Ich sage ja, wir werden keinen Tag ohne Heat 5. Und das ist auch noch auf B. Das ist halt das, was ich ein bisschen heftig finde. So, gibt es noch ein Event, was wir fahren wollen, wo wir sagen, das zahlt sich definitiv nicht aus, ey. Ja, wir können das Drift-Event auf S, also auf S haben wir gar kein Auto, oder? Ich überlege gerade, haben wir auf S ein Auto? Ich bin jetzt verwirrt. Der X8 ist S, glaube ich, oder? Ich habe es einfach nicht mehr im Kopf.
Yeah, that's what he said. Das Problem ist... Heat 5 von 7 Cops werde ich hier gerade verfolgt. Und das mit dem Auto, ey. Das ist ein bisschen gemein. Ja, ihr. Richtig. Au. 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 Das ist ja echt gemein. Also man sollte das so ein bisschen besser planen, habe ich das Gefühl. Yo! Da wollte ich aber nicht hin. Excuse me, würden Sie mich bitte in Ruhe lassen? Jetzt kommt auch noch Verstärkung, ey. Ich habe das Gefühl, ich soll den Tankstelle aufsuchen. Wo haben wir denn einen in der Nähe? Hinter mir. Toll. Weil ich habe das Gefühl, eine Reparatur wäre ganz gut. Yo! Shit! Das ist nicht gut, 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 das ist nicht gut. Es wäre ganz geil, wenn ich noch zur Tankstelle käme. Hui, das war jetzt aber eng. Tust du das? Yo! Unterstützung ist auf dem Weg. Ziel in der Luft. Ey, jetzt ohne Spaß. Wollt ihr euch mal verpissen oder so? Ich meine, das reicht aber langsam. So ein... Das ist euer größtes Problem. Ich würde gerne in den Treffpunkt rein, aber die lassen mich nicht in Ruhe. Ich hasse diese Cops. Ach, halt's Maul. Jetzt werd doch langsamer, Kollege. Ey, jetzt kommt da wieder Verstärkung. Jetzt ist er langsamer geworden. Jetzt. Ey, ohne Spaß. Ja. Siehst du nicht die Flügel? Oh. Du Penner, ich will doch einfach nur entkommen. Ach, Leute. Please. Just leave me alone. Ich meine, ehrlich jetzt. Ey. Dein Scheiß Ernst. Jetzt kommt schon wieder Verstärkung.
Vielleicht schaffe ich das ja jetzt endlich. Zentrale hier. Zielfahrzeug auf Kennedy Test Track entwischt. Gott, ich hasse diese Heat 5-Verfolgungen. Vor allem, wenn ich mit so einem Auto unterwegs bin. Jetzt haben wir das nächste auch noch ein Drift-Auto. Ich weiß nicht, ob ich das geil finde. Ja. Probieren wir mal unser Glück. Ich finde es ja geil, dass wir an den Treffpunkt fahren, dann sind wir komplett woanders auf der Map. Nämlich beim Skiresort. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber gut. Yo. Danke, Spiel. Fürs Zurücksetzen neben den Checkpoint. Geil, ey. Ich lieb's. Einmal neben die Strecke. Bergauf hat der Wagen so dezent seine Schwierigkeiten mit dem Driften. Weil einfach, oder generell, bergauf verliert man einfach so viel Geschwindigkeit. Schön an der Wand entlang. War eigentlich nicht, dass er sich machen wollte. Ich sage ja, bergauf zu driften ist echt in dem Spiel echt schwierig. Weil der Wagen einfach keine Geschwindigkeit aufbaut, um irgendwie ein Momentum zu haben, um den Drift zu schaffen auch. Also, wenn's so wie jetzt, das war okay. Also das funktioniert ja ganz gut. Backup funktioniert eigentlich auch ganz okay, würde ich sagen. Nicht immer, weil der Wagen manchmal einfach nicht das tut, was man will von ihm. Ja. Manchmal habe ich echt das Gefühl, ich mache genau dasselbe in dem einen Moment und im nächsten Moment wieder und in dem einen Moment funktioniert es und dann funktioniert es plötzlich nicht mehr. Und das ist das, was mich an diesem Handling-Modell so fertig macht. An diesem Physik-Modell. Das war zum Beispiel ein guter Drift. Ich habe jetzt aber gefühlt nichts anderes gemacht als vorhin. Und vorhin habe ich es komplett verkackt. Naja. Toll. Geil. Ich fand das irgendwie bei Heat geiler gelöst mit dem, wenn man an einem Checkpoint vorbei ist, dann hat man bei Heat, wurde man einfach nur kurz langsamer, aber wurde nicht komplett zurückgesetzt, weil das, ich meine, es funktioniert hier relativ schnell mit dem Zurücksetzen, also man wartet nicht so ewig, was zumindest sehr geil ist. Aber man verliert halt trotzdem so irgendwie ein bisschen nervig. Dafür, wenn das Driften funktioniert und man durchaus einen coolen Drift hinbekommt, dann ist das schon ganz geil. Dann sieht das auch ganz cool aus und fühlt sich auch irgendwie so ein bisschen geil an. Also so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht geil, aber so
so rewarding irgendwie, um das so zu sagen. Also, es fühlt sich dann schon irgendwie ganz nett an, wenn man so einen geilen Drift hinlegt. Aber wenn der Wagen so den Drift gar nicht halten will, so wie jetzt, keine Ahnung, in der Folgerunde war das super toll, der Drift hier. Und jetzt wieder komplett verkackt. Ich sage ja, ich werde nicht schlau. Ich werde einfach nicht schlau. Egal, geschafft haben wir es trotzdem. So. Damit sind wir erstmal ohne Cops. Ich würde aber sagen, ich mag nicht mehr. Das Event würde ich gern fahren, aber dafür passt der Wagen einfach nicht. Und der Rest ist jetzt nicht mehr so viel wert dann. Wir werden hier entsprechend einmal den Helikopter drüber ziehen lassen, hätte ich gesagt. Ich hab... Wie? Ich hab den Motor ausgestellt. Fucking Cops. Ich meine, der Wagen ist zumindest ein bisschen flotter als der B-Klasse-Wagen, aber dafür ist halt jetzt ein Driftwagen. Und ich das jetzt so viel geiler finde, wenn wir die dann im Weg rumfahren beim Driften. Ja, da vorne wäre das, wo ich hin will. Also unser Versteck. Jo, das war knapp. Jetzt kommt schon wieder Verstärkung. Ach, come on, ey. Ich weiß ja nicht, wie ich denen entkommen soll. So richtig. Ich hasse dieses Spiel dafür. Yo, der ist einfach mal voll durchgeprescht durch die Straßensperre. So ein Bullshit, das siehst mich nicht. So natürlich schon. Au. Unterstützung ist auf dem Weg. Der Heli. Hallo, bitte Motor ausstellen, danke. Wenn das jetzt hier funktioniert, dann weiß ich es auch nicht. Aber es schaut irgendwie nicht zu Hause, oder? Nö. Ich weiß nicht, wieso das manchmal geht und manchmal dann wieder nicht geht. Das ist wieder so leicht inkonsistent. Geht das hier wenigstens? Nein, natürlich nicht. In dem Auto kann ich scheinbar nicht mich vor den Helis verstecken. Das soll mir irgendjemand erklären, wie das funktioniert. Unterstützung ist auf dem Weg zu euch. Achtung, talentfrei am Steuer. Danke. Jetzt haut er ab.
Dafür kommt er direkt ein Auto dahinter. Der weiß natürlich, dass ich hier bin. Natürlich weiß er das. Da vorne kommt auch der nächste. Ich hasse dieses Spiel. Ey, come on, ey. Ja, und ich erst. Das war jetzt nicht sehr intelligent. Ah, da kann man nichts hin. Okay. Natürlich ist jetzt Verstärkung da. Zu mühsam, ey. Ich glaube, ich muss überall diese Perk reinhauen mit dem, dass die es länger dauert, aber das kostet halt zu viel Kohle, ey. Jetzt fahre ich natürlich wieder einem Cop entgegen, weil es ist natürlich unmöglich sonst. Nicht schon wieder eine Verstärkung. Ach komm jetzt, bitte Spiel, lass mich doch in Ruhe. Mit dem Scheiß, ey. Wirklich. Bitte. Wie viele fucking Helis habt ihr eigentlich da bei eurem komischen LPD? Jetzt, komm. Wir hatten schon lange keine Verstärkung mehr. Ey, diese Verfolgungsjagd in diesem Spiel. Ich kotze mich so an. Ach ja. Jo, okay. Ach ja, wir hatten schon lange keine Verstärkung mehr. Ja, das. Und ich frage mich, wie ihr euch mich ständig wiederfindet. So. Haben wir es jetzt endlich geschafft? Meine Fresse, ey. Diese Cops. So. Und natürlich wieder direkt mit Heatstufe 5 in die Nacht. Welche Überraschung. Wir sind die Cops endlich losgeworden. Das war ja in der Zeit. Na klar. Am Arsch. Pass auf da draußen. So. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch passende Fahrwerksteile in den Skyline rein, damit wir den zumindest jetzt mal dann in Richtung Grip tunen können, soweit wir wollen.
Der ist nämlich für A+ fast ready. Hat eine gute Höchstgeschwindigkeit auch. Okay, damit würden wir schon weit übers Ziel hinausschießen. Ja, mit einem Turbo sowieso. Besseres Nitro wäre natürlich noch geil damit. Ah Gott, da gehen wir auch schon direkt da drauf. Schwierig natürlich. Bessere Kupplung würde noch ein bisschen was bringen. Besseres Getriebe braucht man eigentlich definitiv an der Stelle nicht. Ja, ist die Frage jetzt. Wir können natürlich so ein Sportteil vielleicht noch einbauen. Allerdings bringt das halt jetzt auch nicht wirklich viel mehr. Da wäre besseres Nitro, glaube ich, schon ganz geil. Einfach noch besser bremsen. Nö, können wir nicht. Mal schauen können jetzt beim Handling, wenn wir den Abtrieb ein bisschen runterdrehen. Damit soll sich noch ein bisschen was ausgehen. Vielleicht. Schauen wir mal. Nö, okay. Da gehen wir nicht überall schon auf S Plus rauf. Bessere Bremsen schaden vielleicht noch nicht. Auch nicht. So. Und dann würde ich sagen, 269 ist das Höchste. Damit haben wir den Skyline erstmal auf dem Punkt, dass wir sagen, er ist leistungstechnisch gut unterwegs. Wir haben natürlich dann noch Sachen wie Karosserie erstmal tiefer legen, ganz wichtig. Und Karosserieteile, wobei ich würde sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Die Folge ist lang genug geworden. Das heben wir uns auf für die nächste Folge, den Skyline. Geben wir noch Geld aus, was wir haben. Alles andere schauen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch an der Stelle fürs Zuschauen. Gerne ein Abo, ein Like da lassen und einen Kommentar da lassen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.